Hey Leute, willkommen zum schon 14. Part von zwar Pokémon Sun and Wonderlock. Und heute gehen wir auf den Weg zur dritten Trial dieser Insel. Und wie ihr ja schon bemerkt habt, haben wir ein anderes Opening. Was ist denn da los? Ja, mehr Qualität noch. Ich habe mir nämlich so gedacht, bei Anime ist es ja meistens so, dass man ab der 14. oder 12. Folge ein neues Opening hat, weil zum Beispiel neue Arc beginnt oder auch eine neue Staffel anfängt. Und ja. Dann habe ich mir gedacht, ich bin ja ein Weeb, ich muss das auch so machen und deshalb habe ich jetzt mal probiert, ein neues Opening zu erstellen. Ihr könnt natürlich schreiben, ob es euch gefällt oder ob ihr einfach das alte wieder haben wollt. Natürlich kann ich es auch einfach wieder austauschen, ist ja kein Ding, aber ich finde es auf jeden Fall eine coole Idee und ja, finde es eigentlich ganz chillig. Hab dafür die Opening-Scene genommen und ja, fand ich schon ziemlich fresh. Aber gut, kommen wir erstmal zur guten Team-Recap. Wir haben unser Ariados Level 29 mit dem Item Flinkklaue, Nachtnebel, Schattenstoß, Tiefschlag und Schwerttanz. Daran hat sich jetzt noch nicht wirklich viel verändert. Dann haben wir unser Bundlebee Level 26 mit Diebeskuss, Käfertrutz, Absorber und Stachelspore. Unser Gardos mit Biss, Tackle, Windhose und Silberblick. Und unser Vulpix mit Mondgewalt, Gefriertrockner, Sonnensaison, Agilität ist so mit mein Lieblingsmember von unserem Team. Wird auch momentan trainiert, also ich habe es jetzt gerade noch so in der Reihenfolge nach Level sortiert, aber das muss eigentlich noch an Anfang kommen. Dann haben wir unser Marsholo, Level 26 mit Felsgrab, Geowurf, Durchbruch und Abschlag. Und unser neuestes Member, Kangama mit Felsgrab, Durchbruch, Mogelhieb und Biss. Ich habe mal ein bisschen so durchs Team geschaut und eben geguckt, was wir denn auch so für TMs haben, die wir noch unseren Pokémon erlernen können. Deshalb haben jetzt die letzten zwei zum Beispiel Felsgrab noch erlernt, weil ja, ist doch ganz gut hier gegen Flug-Pokémon. Und hier einfach, weil, ja, ist halt nochmal ein guter Move, ist ja auch physisch. Und eben, deshalb ist es ganz gut zur Coverage. Jetzt mache ich aber erstmal so, dass wir das gute Vulpix wieder mit dem Ariados tauschen. Denn das soll ja momentan trainiert werden. Und ich habe auch gerade gesehen, da ist ein neuer Trainer, gegen den wir noch nicht gefightet haben. Neue Encounter gibt es wahrscheinlich auch noch. Aber dafür müssen wir, glaube ich, wieder zuerst die Trial schaffen. Also, ja, müssen wir halt mal gucken, was so alles auf uns zukommt. Und ich habe schon wieder vergessen, nach Pollenknödel unseren guten Bundlebee zu geben. Also es überhaupt zu erlernen, so wie ich es ja schon in den letzten zwei Folgen gesagt habe. Aber ich meine, gut, bisher sind wir ja auch ohne das ziemlich gut ausgekommen. Und ja, ich gehe einfach mal auf die Mondgewalt. Nein, ist keine Step. Darf ich nicht vergessen. Das muss ich jetzt mal checken. Hier war es L und A, ne? Dann kann ich einfach Attacken checken. Stärke 70 speziell und Step. Eben, es ist halt echt stärker als Mondgewalt. Und ich habe natürlich Mondgewalt ausgewählt. Das war sehr schlau. Ich wollte auch bei Mondgewalt nochmal die Stärke überprüfen. Weil Gefriertrockner hätte sicherlich mehr Damage gemacht. Ich meine, es wäre auch sehr tief gewesen. Aber gut, Vulpix ist auf jeden Fall am Start. Und ja, Vulpix ist einfach nur ein cooles Pokémon. Also freut mich wirklich. Aber ja, stehen geblieben war ich bei dem Pokémon Bundlebee. Machen wir auf jeden Fall dann für die nächste Folge. Leute, ich schwör's euch, dann wird es Pollenknödel haben. Stärke 90 Attacke war es, glaube ich, ne, mit Step dann halt richtig krass. Und Trombeck, da bleiben wir auch mal drin. Ich denke nicht, dass das jetzt irgendwie krass was machen kann. Mein Glas ist Level 21, aber wir haben Gefriertrockner. Und sind auch schneller. Nice Sache. Nice Sache auf jeden Fall. Aber ja, für nächste Folge geht es dann nochmal mehr ab mit so einem Team. Da werden wir dann nochmal die richtigen Moves auch so haben, wie ich es haben wollte. Aber das war echt dumm. Warum habe ich das getan, Mann? Ich habe einfach auf Attacke nicht erlernen gedrückt. Ich war irgendwie zu aufgeregt in dem Moment so. Aber gut, passiert, ne? Finte, nein. Das ist so die Sache, alles was Vulpix erlernt, kann man irgendwie sofort auf Attacke nicht erlernen drücken. Weil es hat einfach viel bessere Attacken so. Weil es halt schon gebrütet wurde. Ist einfach viel stärker. Und gut, wir graben uns hier einfach mal das Item, ja? Ich hoffe, es stört dich nicht. Hypertrank, sehr gut. Die haben uns in der letzten Folge sogar geholfen. Also gut, dass wir die hier auch finden. Ich muss nochmal gucken, ob man die auch irgendwo dann kaufen kann. Ich meine, ich glaube noch nicht. Okay, welchen Weg gehen wir? Ja komm, ich fall erstmal gegen die. Das war die mit diesem komischen Lächeln im Gesicht. Diese Trainerin, die uns in einem Doppelkampf ziemlich hart gerecht hat und unser Starter zerstört hat. Ja, schaut es euch einfach nur an, Alter, die ist richtig sassy. Die muss, glaube ich, mal hier gerecht werden von unserem Vulpix. Und sie hat einen Miltank, okay. Okay, Miltank, alles klar, ich weiß, dass Miltank Walzler kann. Nein, ich will nicht Beutel, ich möchte kurz in unser Team gucken, was wir gegen Walzler denn hätten. Cool. So gut wie gar nichts. Das heißt, ich switch jetzt mal zu Marsholo, bevor der Walzler zu stark wird. Also ich denke mal, dass es für Walzler gehen wird, oder? Oder geht es erstmal für was anderes? Ja, okay. Da kommt schon hier der
der Reader. Weil klar, wir hätten den ersten Walzer überlebt, aber wenn es dann auch langsam stärker geworden wäre, dann hätte auch nicht unser, dann hätte auch unser Marshmallow nicht, es nicht schaffen können. Was für eine Stärke hat das hier? 100? Und das hat 140. Okay, gut, die leuchtende scheint dann also einfach die stärkere zu sein. Und wir sind langsamer. Alles klar. Wir sind Level 26, 5 Level drüber und sind einfach langsamer. Aber gut, das wird One-Shot und ich sehe gerade, wir haben sogar unseren Anzug noch an, weil ich auf einem Taurus reite. Das ist mir bisher noch nicht aufgefallen, dass das in den Pokémon-Spielen dann aus ist. Aber ich meine, online funktioniert das ja nicht, ne? Da hat man ja trotzdem immer seine Sachen an. Egal, ob man jetzt gerade hier im Spiel auf einem Taurus reitet oder nicht, aber das ist ja ziemlich cool, dass sie selbst darauf geachtet haben, dass man den Anzug anhat. Und ja, das wird richtig hart One-Shotten, Alter. Einfach mal komplett zerfetzt. Und gib mir die geile XP. Wir brauchen hier auch nicht mehr wirklich viel. Dann sind wir ein Maschok. Um genau zu sein, noch ein Level. Wegruf, nein. Nein, danke, aber wir haben bisher, eine gute Coverage bei Maschalo. Da brauchen wir nicht wirklich irgendwas. Und ich glaube, ich werde ihn jetzt doch austauschen. Ich meine, wir brauchen noch ein Level, Leute. Dann haben wir die nächste Entwicklung. Und das ist halt echt not bad. Mein Vulpix wird ja sowieso durch Epeta trainiert. Und sobald Maschalo sich entwickelt hat, werde ich es auch wieder austauschen. Und ich sehe schon, das Gras ist dafür, damit man sozusagen nicht gegen den Trainer kämpfen muss. Aber wir nehmen doch die XP gerne hin. Ich finde das eigentlich immer sehr wichtig. Es gibt nur wenige Augenblicke oder halt einfach so Stellen, wo ich mir denke, okay, ich weiche den Trainer jetzt lieber aus. Und jetzt gucke ich gerade mal noch kurz, wir haben eine Sinnebeere nämlich gefunden. Die kann ich doch einfach mal vergeben, ich meine, ist doch nicht schlecht. Wobei, die setze ich jetzt einfach mal ein, damit unser Vulpix voll halt Spiel hat. Oh, okay, dann halt nicht, ja. Mathe Genie am Start, 2 HP, fehlen noch. Und habe ich da drüben irgendwas gesehen? Ja, da ist ein Pokéball, da gehen wir doch mal hin. Oh, shit, okay. Okay. Der NPC, den habe ich da nicht erwartet. Das hat mich so ein bisschen, naja, nicht richtig erschreckt, aber hätte ich halt nicht erwartet, dass der da einfach ist. Und er hat einen Flapterix, cool. Kannst du schon eine Gesteinsattacke, ist jetzt die Frage. Es ist halt ein Flug-Pokémon. Das heißt, für unser Maschollo ist das nicht allzu gut, aber ja, komm. Was soll man machen? Ich glaube, das wird weggereckt. Ich meine, einen Attack überleben wir doch. Okay, das war sogar knapp, Alter. Hätte er uns gecrittet, dann wäre es das für unser Maschollo gewesen. Ich habe vielleicht mal schon ein bisschen überschätzt. Alter, shit. Das wäre RIP gewesen. Wenn uns da gecrittet hätte und wir einfach unser Maschollo verlieren, bevor es sich entwickelt. Vielleicht bin ich ein bisschen zu confident in meinen Pokémon. Aber ich dachte halt, ja, Maschollo fängt das schon easy weg. Und es killt wahrscheinlich nicht mehr, oder? Doch, es killt. Nice. Immerhin, ich meine, Stärke 140 Step. Das hält man mal nicht so schnell aus. Aber es hat sich ja überhaupt nicht gelohnt. Schilterus. Okay, hier kann ich aber safe drin bleiben. Es ist, glaube ich, auch schon Typ Stahl. Ich glaube, das ist Stahlgestein. Das heißt eben, wir sind 4 effektiv. Ich heile mich natürlich zur Sicherheit trotzdem nochmal auf. Aber ja, eigentlich sollte uns das Pokémon diesmal keine Probleme verursachen. Eisenabwehr. Oh, okay, es boostet sich. Ja gut, dann konnte ich ja die Heilung mal... Konnte ich die ja mal gut aktivieren. Und gut ausnutzen. Wir gehen erstmal für den Durchbruch und schauen. Ich denke, ich weiß jetzt nicht, ob es durch die Eisenabwehr nicht one-shottet. Es hat aber Robustheit. Sowieso. Okay. Ah, meine Augen. So ein richtiger Patrick, Alter. Einfach sagen, meine Augen, obwohl es eigentlich die Ohren sind. Ne? Aber Maschalo hat gar keine, deshalb habe ich das jetzt geschlussfolgert, dass es dann seine Augen werden. Also jedenfalls kann ich keine Ohren erkennen bei ihm. Und ja. Geowurf einfach um AP zu sparen. Level Up haben wir bald in der Tasche. Vulpix schon Level 24, nice Sache. Die lese ich jetzt einfach erstmal nicht vor, weil, naja, es gehört halt irgendwie nicht zur Story. Das sind eigentlich auch nur eben NPCs. Und ich wollte eigentlich da hinten hingehen. Dass wir das nicht vergessen. Ich wollte mir eigentlich das Item da hinten holen und nicht gegen den Typ fighten, weil ich den überhaupt nicht mit dem ich gerechnet hatte. Und, oh, cool. Das ist ein sehr, sehr cooles Pokémon. Das hat uns aber in der letzten Folge sehr viel Probleme bereitet. Deshalb lege ich mich auch nicht mit dem Ding an, sondern fliehe einfach. Okay, kann ich nicht. Die können Drachenwut. Okay. Ich glaube, da möchte ich hier, da möchte ich hier raus. Gardos hat die meisten HP. Alter, Drachenwut. Das Ding kann einfach Drachenwut. Das ist ziemlich krass.
Aber gut, Gladys hat 90 HP, da macht es. Da wird es halt ein Free-Hit-KO. Dabei, ich möchte einfach nur fliehen, okay? Please? Danke. Alter. Drachenblut, ey, als ob. Hyperball, okay. Hat sich aber immerhin gelohnt. Hyperbälle. Stimmt, ich wollte noch Hyperbälle kaufen. Muss ich mal gucken. Und jetzt erstmal wieder schön heilen. Supertränke. Oh, shit, haben wir auch nur noch zwei. Das ist nicht gut. Jetzt haben wir nämlich gar keinen mehr. Ja. Das ist natürlich sehr schlecht, denn... Ja, ich wollte eigentlich zur Trial gehen, aber dann müssen wir sowieso also doch nochmal zurück zum Pokémon Center. Denn ich habe gar nichts. Also gefühlt habe ich echt nichts. Das ist sehr schlecht. Denn die Supertränke und Hypertränke haben uns schon öfter den Arsch gerettet. Also möchte ich jetzt nicht einfach hier confident weitergehen, so wie es bisher war, und mir denken, okay, brauche ich nicht. Immerhin sind wir hier auf dem Tauros und ja, ist doch einigermaßen schnell unterwegs. Ich hab komplett vergessen, ich habe auch eigentlich Glurak, ne? Also ich könnte eigentlich auch einfach fliegen. Jedenfalls zu hierher hätte ich jetzt fliegen können, aber ich glaube, man kann nicht auf Routen fliegen. Und das Pokémon Center war hier, genau. Okay, gut. Naja. Manchmal kann man sich aber ein bisschen die Beine vertreten, ne? Das Tauros muss ja auch ein bisschen frische Luft schnappen, ein bisschen rumrennen. Vielleicht war das auch einfach nur nötig. Und Pokémon sind jetzt geheilt. Vielleicht hätte ich mir auch die Tränke einfach sparen können, ne? Aber gut. Wir gehen... Oh, was ist? Oh, werter Kunde. Diese glänzende Zettel. Ah ja, okay. Danke. Aber gut. Gibt keine Hyperbälle. Okay, aber Superball und Pokéball haben wir genügend. Tränke aber nicht. Wir haben aber auf jeden Fall genügend Money. Ich kaufe mir mal 20 Stück. Und dann davon haben wir auch noch genügend. Schutz. Ja. Oh, es gibt Honig. Okay. Honig ist ganz gut in der Dings, in der Randomized Soul Link. Oder halt einfach Randomized. Ich habe gerade Soul Link gesagt wegen Nappy und Shady, aber die kaufen sich öfter Honig und suchen halt Honig, weil sie dann damit Hordenbattle aktivieren können. Wodurch sie halt mehrere Encounter bekommen. Also nicht nur eins, sondern irgendwie so. Ah, und da kann man ja manchmal 6 Encounter so bekommen. Und das ist halt schon ziemlich sick, wenn man sich dann von den 6 einfach so eins aussuchen kann, das man dann gerne fangen möchte. Ja, das wird natürlich hier nicht so der springende Punkt sein, weil wir ja natürlich eine Wonderlock spielen, ne? Und das da ja vollkommen egal ist, was man für wilde Encounter bekommt. Aber gut, wir sind wieder am Start und der Typ war's, okay. Der steht jetzt aber plötzlich woanders. Und was ist mit der? Ah, mit ihm, okay. Ist hier eine neue Ebene oder was? Nee. Was kann man hier machen? Macht der Typ irgendwas? Komm, hier dreht sich alles um Fossilien. Irgendwann. Okay. Nein, ich möchte nicht nochmal reden. Okay. Vielleicht kann man hier dann irgendwie. Ich weiß nicht, vielleicht kann man hier Fossilien erwecken. Ich habe keine Ahnung. Oder ob man das im Labor machen muss. Aber Fossil gibt es ja früher oder später auch noch. Und genau hier ist einfach ein Pokémon Center, wahrscheinlich. Aber das ist mega komisch. Ist das hier ein neues Area oder was? Oder war ich hier etwa schon mal? Weil da kam jetzt gerade kein neuer Name irgendwie so, wo wir uns gerade befinden. Vielleicht ist es auch einfach nur eine Raststätte oder sowas, ne? Und der Golfer, ne, Florian, den kenne ich noch aus einem Etika-Video, das er mal hochgeladen hatte. Oh, die Amaschulle wieder am Start. Welches Pokémon war das, das er hatte? Okay, da sind wir ja sehr effektiv drauf. Da brauchen wir auch, glaube ich, keinen Z-Move. Das wird so sowieso killen. Wir sind Level 27, Junge. Ist eigentlich schon voll weit. Also, ja, wir gehen schon auf die 30er zu. Ist halt schon sehr sick, wie weit wir schon sind. Eben Folge 14, Leute. Neues Opening, ne? Wir gehen hier in den zweiten Arc. Und okay, das Gesicht ist ein bisschen verstörend. Ja, alles klar. Und ich glaube, der Typ war im Etika-Video, weil er eben genauso hier stand, ne, und die da einfach so... Ich meine, schaut, ja, der gönnt sich einfach die Aussicht. Der genießt die. Der Schwung muss aus der Hüfte kommen. Ich zeig dir gleich mal im Kampf, wie ich das meine. Okay. Ich hoffe aber nicht, dass du mit Pokébällen auf mich schlägst, wie so ein Golfspieler. Das würde nämlich wehtun. Es müsste mal so ein Pokémon geben. So ein Golf-Pokémon oder so. Das wäre nicht lustig. Aber okay, sie hat einen Mauzi. Das ist ja auch ziemlich easy, weil wir da auch wieder sehr effektiv drauf sind. Da kriegen wir schon... Wir kriegen halt ziemlich wenig XP dadurch. Durch die ganzen Leute hier. Die geben irgendwie nicht so richtig XP. Aber wir brauchen es. Mascholo ist cool, aber ich will eigentlich weiter noch Vulpix trainieren. Und yo, das Viech ist einfach schneller als wir. Es ist schon sick. Es ist
Wir sind halt 7 Level höher und es ist schneller. Mushroom, Mann. Ich glaube, ich überschätze Mushroom echt. Es wurde fast gekillt und ja, da haben wir jetzt auch schon unser erstes Level 30, aber es wurde fast gekillt, hat also wahrscheinlich nicht so gute Verteidigungswerte und ist auch nicht schnell. Interessante Sache. Und ich wusste auch, dass es da hinten irgendwas noch gibt. Kenne ich jetzt von Mario Odyssey, ne? Ich hoffe, ihr spielt es auch. Super Mario Odyssey, mega geiles Game. Wenn ihr eine Switch habt, müsst ihr es euch einfach gönnen. Und falls ihr keine Switch habt, dann kauft euch eine Switch und gönnt es euch dann. Es hat mega Bock gemacht. Ich habe es jetzt nicht irgendwie aufgenommen oder on Stream gespielt oder so, weil ich es einfach mal für mich genießen wollte. Aber kann ich euch einfach echt nur raten. Und eben, das hat mir so beigebracht, einfach in jeder Ecke nachzuschauen, weil in Super Mario Odyssey ist mega viele Sachen sind einfach versteckt. Solche Secret Levels und auch einfach, ja, Allgemeinheit Secrets. Da muss man ja Monde sammeln. Und da kann man richtig viele finden, indem man einfach immer überall nachschaut. Da hat sich Nintendo echt große Mühe gegeben, solche coolen Verstecke einzubauen und nicht die Welt komplett leer zu lassen. Und genau deshalb, ja, sind wir jetzt auch der Item Master und finden natürlich immer den Route 5, finden natürlich immer den Weg. Und Route 8. Ah, doch, hier waren wir schon, ja. Das heißt, die Trial ist einfach hier zurück. Hier waren wir ja schon mal. Das war nicht letzte Folge, das war, glaube ich, Folge 11 oder 12 sogar. Okay, jetzt verstehe ich's. Wir sind also zurückgegangen, sozusagen. Das heißt, hier war ich auch wahrscheinlich schon überall mal, ne? Wobei, da ist halt noch ein Pokéball. Was? Als ob da ein Pokémon auftaucht. Alles klar. Hallo. Ich bin gerade am überlegen, ob man bei der Trial von Mello überhaupt XP bekommt, ob man überhaupt kämpft. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Man muss ja irgendwie, also da geht es ja um so Zutaten und so. Und man kann keinen wilden Pokémon begegnen. Ich glaube, wir kriegen da echt nur zum Herrscher-Pokémon dann. Kriegen wir dann halt ein Pokémon ja zum Bekämpfen. Deshalb ist jetzt gerade so die Frage, soll ich da jetzt schon reingehen? Weil ich würde halt gern davor ein Mushroom haben. Ich glaube, ich mach's. Entweder ich speed hier den Part ab oder ich werde einfach irgendwas reden. Also mit Upspeed meine ich natürlich vorspulen, ne? Ich sollte vielleicht nicht immer so viel Denglisch reden, das klingt nicht schön. Und gut. Wir haben Trompec, okay. Das ist ein schlechtes Pokémon, das möchte ich hier eigentlich nicht haben. Weil uns das recken kann. Weil komm. Das ist jetzt Level 18 nur, okay. Das ist nicht so stark wie das andere. Wir probieren es doch mal. Ich habe noch mal Vertrauen. Mushroom, du wirst es überleben. Easy money. Okay. Mal gucken, ob uns das schon reicht fürs Level Up. Wäre natürlich schön. Dann müsste ich nichts vorspulen und nicht noch länger Zeit verschwenden. Weil ich schon gerne die Trial heute noch anfangen würde. Ich weiß nicht, ob wir sie beendet kriegen. Solche Kämpfe dauern relativ lange. Und das ist, so wie ich sie auf jeden Fall in Erinnerung habe, von meinem ersten Mal durchspielen von Sun, ist das die schwierigste Trial gewesen. Ich mache mal mein Mikro höher. Da hatte ich auch oft Pokémon also da sind wir auch Pokémon einfach gestorben. Ich habe es natürlich nicht als Wonderlock oder als Nuzlocke allgemein irgendwie durchgespielt, aber da habe ich schon einige Beleber und so aufbrauchen müssen. Und ja, wir sind Level 28, es hat gereicht. Gardos sogar noch Level 27, sehr nice. Eiszahn, das ist doch mal eine Attacke, die ich erlernen möchte. Silberblick brauchen wir da nicht. Yo, Eiszahn für die Courage, let's go. Let's go, Gardos, Mann. Und das ist, glaube ich, Kangama, Level 21. Und ja, dann haben wir hier unsere Entwicklung. Wir haben einen Mushroom. Jetzt kann ich auf jeden Fall Vertrauen in das Pokémon haben, weil Mushroom doch schon relativ gute Werte dann hat. Also ist jetzt kein krasses Pokémon mehr, was man so im Competitive sieht. Da sieht man eher Mushroom Mai und ich glaube Mushroom Mai ist auch... Holy shit, Alter, da ist wieder der Ton lauter geworden und ich habe mich richtig erschrocken. Schon volles Halloween-Feeling. Ist ja jetzt auch gerade, wo ich es aufnehme, 17:25 Uhr, 31.10. ne? Aber gut, ja, Mushroom, willst du noch irgendeine Attacke lernen oder nicht? Auf jeden Fall... Nee, nicht, aber er sieht aus wie ein Mega-Muskelman. Cool. Ich habe Mushroom in dieser... Also in Y auch. Ich meine, sind ja die Sprites von der 6. Gen auch. Habe ich wenig gesehen, deshalb sieht schon cool aus. Also hier einfach Mushroom. Let's go, Mann. Jetzt haben wir schon unsere zweite Entwicklung am Start. Nee, unsere dritte sogar. Und gucken wir uns erstmal noch kurz die Werte an. Wie sieht es denn bei dir so aus? Gut. Initiative 32. Okay, das ist echt nicht so schnell. Angriff aber schon 65 und die anderen Werte auch alle so auf 40, ne? Eine sehr nice Sache auf jeden Fall. Jetzt ist nur die Frage, wen ich dann für die Trial haben möchte.
Klar will ich weiterhin Vulpix trainieren, aber ich glaube für die Trial ist Ariados. Und weil der ist Typ Käfergift, dagegen können die Pflanzen ja wenig machen. Ja doch, ich glaube, so ist es echt gut. Wir gehen nochmal in Pokémon Center und dann geht's aber auch los. Eben, ich kann mir jetzt noch nicht so ganz genau vorstellen, wie die Trial nochmal abläuft. Man muss halt irgendwie so Zutaten, ich weiß nicht, ob man die sammeln muss oder nicht, aber auf jeden Fall habe ich, glaube ich, nicht mehr so in Erinnerung, dass man gegen irgendwelche Pokémon noch kämpfen muss, außer halt gegen das Herrscher-Pokémon dann. Und ja, das könnte etwas schwieriger werden, weil das ganz gute Setups hat. Also die Sache ist halt die, dass es als Partner Trombeck ruft. Also das Flug-Pokémon eben, und das könnte natürlich Ariados schon hart schaden. Wir haben auch nichts wirklich krasses dagegen. Gyarados ist halt neutral, die Pflanzenattacken. Ja, vielleicht nehme ich auch wieder Gyarados. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ich glaube doch, dass Gyarados das eigentlich regeln müsste, weil Ariados ist halt gegen das Pflanzen-Pokémon ziemlich gut, aber hat dann wiederum mit Pflücker und so. Ich glaube, ich nehme mal Gyarados am Anfang, und falls es mit Gyarados nicht läuft, dann kann ich ja immer noch Ariados ausprobieren. Vielleicht gibt es noch irgendwelche X-Spezial oder X-Irgendwas, die ich mir hier kaufen kann, ich weiß es nicht. Ja, genau, finde ich ganz gut. Davon kaufen wir uns gleich mal eins, und dann davon auch. Und dann davon auch. Und Bälle habe ich hier genügend, die haben wir ja bekommen. Finsterball kaufe ich mir auch mal 3. Was gibt sonst noch? Eine mögliche Statusveränderung der Pokémon im Team wird für 5 Runden verhindert. Okay. Ne, ich glaube, das brauchen wir jetzt für die Trial nicht. Für die 3 Trial brauchen wir eigentlich nur physischen Angriff und physische Verteidigung. Weil die Pokémon eben, die Gegner-Pokémon physisch angreifen und wir einen Gyarados haben. Sowas ist halt echt nicht schlecht. Also da kann man immer auf Nummer sicher gehen und sich solche Items kaufen. Wie gesagt, früher hätte man die jetzt, glaube ich, nicht so wirklich gebraucht. Aber jetzt ist es doch echt ganz gut für solche Kämpfe. Und wir sind im Schattendschungel. Da haben wir Mellow. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich sie gesprochen habe, aber ich spreche sie einfach mal ein bisschen, wie ich sie mir jetzt vorstellen würde. Tag! Herzlich willkommen in meiner Prüfungsstätte, dem Schattendschungel. Ich muss sagen, bei dir und deinen Pokémon stimmt einfach die Mischung. Ihr erfüllt alle Voraussetzungen für ihr erfüllt alle Voraussetzungen, um die Prüfung zu bestehen. Schließlich hast du einen Glitzerstein erhalten von Kaporiki höchstpersönlich. Damit bist du qualifiziert, dich meiner Prüfung zu stellen. Der Dschungel lebt und spricht zu uns. Wenn du die Ohren spitz flüsterst, okay, da habe ich zu schnell gedrückt, da kannst du ihn hören. Den Dschungel? Ich höre hier nur Musik. Der Dschungel hat gesprochen. Er will, dass ich heute etwas Besonderes koche, und zwar Mahos berühmtes Spezialmenü. Dafür sollst du mir 4 Zutaten bringen. Eine Magobeere, ein Minipilz, ein Vitalkraut und ein Wundersaat. Hier, diesen Zutatenbeutel brauchst du, um die Prüfung zu bestehen. Okay. Sehr aufregende Trial. Auf jeden Fall. Würdest du die Zutaten in deinen normalen Beutel aufbewahren, kämen sie durcheinander. Zutaten lassen sich mit Bissbug übrigens leichter finden. Denn es spürt einfach alles auf. Mit dem B-Knopf lässt du es schnüffeln. Okay, alles klar. Also, nochmal zum Mitschreiben. 4 Zutaten soll es sein. Ja. Gut. Mach dich bereit, es ist Prüfungszeit. Let's go. Sehr coole Prüfung. Wir müssen Zutaten suchen. Sehr aufregend. Ich bin's, Maho. Einen feinen Mini-Pilz hast du da gefunden. Warum der unter Pilzliebhaber der Renner ist, das weißt du, sobald du ihn probiert hast. Noch fehlen 3 Zutaten. Finde sie bitte alle ganz schnell. Ja, ja, bla bla, Wundersaat. Noch 2 Zutaten. Hab schon leider wieder vergessen, welche es waren. Nur noch eine Magobeere. Okay, finde ich gut. Ey, wir haben es gefunden anscheinend. Ein feines Vitalkraut hast du da gefunden. Ja, okay. Du hast alle Zutaten. Ich dachte, wir müssen eine Magobeere finden oder sowas. Aber gut, dann haben wir es jetzt. Hat ja auch nur Stunden gedauert. Ich glaube locker 15 Minuten oder so ein Scheiß. Einfach um die ganzen Items hier zusammenzusuchen. Deshalb habe ich das eben auch einfach alles rausgeschnitten. Ich meine, das ist halt auch echt... Es ist nicht spannend, wie ihr mich da rumlaufen seht. Ich glaube, das will echt keiner sehen. Oh, Basti. Jetzt, wo du alle Zutaten zusammen hast, fehlen nur noch... Da sind wir auch schon. Hallo Ma. Das ist Tracy. Wer war die nochmal? Sorry, ich weiß nicht mehr, wer die war. Ah, okay, das war die. Alles klar, und Kiave ist auch dabei. Okay, ich bringe wie immer einen Kampfknochen und einen Steinknochen. Und ich habe wie immer ein Tafelwasser und einen Bollenhelm mitgebracht. Tracy, Kiave, ich danke euch. Also gut, Basti, es geht los. Ich koche jetzt das Gericht, das den Herrscher hervorlockt. Dann mach mal. Gut, dann prüfen wir jetzt noch einmal alle gesammelten Zutaten. Eine Magobeere, ein Minipilz, ein Vitalkraut,
eine Portion Wundersaat, prima, so wie es das Rezept verlangt. Dann kochen wir jetzt wie Maros Spezialmenü. Okay, let's go. Das Aroma des Gerichts sollte den Herrscher herlocken. Bist du bereit? Ja, Mann, let's go. Ich bin sowas von ready für den Herrscher. Glaubst du gar nicht? Okay, Tracy. Dann gib jetzt das Tafelwasser in den ungestülpten Beulenhelm. Klar doch, ich weiß Bescheid. Die Magobeere, der Minipilz, das Vitalkraut und zum Schluss die Wundersaat. Rein mit allem. Kiave, leih uns bitte mal den Kampfknochen und den Steinknochen. Okay. Los, Basti. Stampfe jetzt wieder alles mit den Beinknochen klein. Oh ja. Oh ja. Daran erinnere ich mich noch. Dieser Winkel ist nicht wirklich vorteilhaft, wenn man da immer guckt. Vor allem das, ja. Thumbnail, ich sehe schon. Okay. Aus den Tiefsten des Dschungels ist eine mächtige Aura zu spüren. Oh no, Leute, da ist es. Er lächelt einfach nur so. Er weiß, was so vor sich geht, aber er lächelt halt einfach nur. Das ist eben so die Sache bei Sun and Moon, die komisch war. Die ganzen Charakter haben so viele Expressions, also die ganzen Protagonisten und so, aber wir selbst einfach nicht. Wir lächeln einfach nur, wir können nur lächeln. Alle anderen haben so richtige Gesichtsausdrücke und verschiedene Mimiken, aber wir lächeln einfach nur. Und da ist es auch schon, Mantidea Level 24. Das müsste schon relativ easy sein eigentlich. Wir gehen jetzt einfach mal für... Nein, noch nichts. Denn, ich habe ja nicht umsonst die X-Items und sowas gekauft. Deshalb gönnen wir uns die auch. Nur wo sind die nochmal? Hier, okay. Wir gehen für X-Angriff. Und mal gucken, ob wir X-Aquär dann überhaupt brauchen. Ich meine, wir haben jetzt auch einen Bedroher rausbekommen. Okay, jetzt setzt so mal sofort sein Kraut ein. Das ist aber normal und, also neutral und... Ist zwar eine starke Attacke, so, aber ja. Ja, kommt, Leute, das... Dann kann doch die Trial echt was werden dadurch. Nur ein Crit könnte uns das vermasseln, glaube ich jedenfalls. Und ich gehe mal für einen Eiszahn und schaue einfach mal, wie viel Damage wir machen. Mal gucken, ob wir schon schneller sind. Wir sind Level 27, aber wir sind im Gyarados. Ah gut, jetzt muss es sich chargen. Und Eiszahn. Oh, einfach fast ein One-Hit-KO, Alter. Holy shit. Gyarados übertreibt halt, Mann. Das ist schon sick, aber jetzt wird es gefährlich sogar. Jetzt gehe ich mal für die X-Abwehr, denn wir wurden verwirrt. Und durch X-Angriff und so machen wir uns dann halt, weil man sich bei der Verwirrung immer physisch angreift, schon viel Schaden. Aber gut. Den tanken wir jetzt easy. Nein, Mann! Ich hab's am Anfang sogar noch gesagt, nur ein Crit könnte uns das jetzt vermasseln. Und natürlich macht's ein Crit. Alter, Gyarados. Das macht mich jetzt echt wütend. Wir hätten das easy geschafft. Vielleicht war ich so greedy mit den X-Items, aber please. Das war der zweite Move von dem Pokémon, ja? Und das kriegt einfach ein Crit. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Das ist nicht gut. Das ist echt gar nicht gut, Alter. Und ich weiß, ich kann jetzt halt mit Gefriertrockner kann ich natürlich das Pokémon hier killen. Dann haben wir auch kein Problem mehr. Nein, es ist gerade Synthese. Scheiße, das habe ich auch vorher vergessen. Och Mist. Jetzt kann es halt echt schwierig werden. Och nö. Gyarados hätte das so easy fertig gemacht, Leute. Unglaublich. Und Gefriertrockner macht halt weniger als Synthese. Und ich möchte Vulpix. Vulpix ist eigentlich das Pokémon, das ich überhaupt nicht gern verlieren will. Und Alter, wahrscheinlich, ne? Holy shit, was soll ich machen? Die haben mir meinen Gyarados weggecrit, was soll ich machen? Jetzt... Nee, also jetzt bin ich gerade echt, was soll ich machen? Ich sag's halt am Anfang auch noch, und es passiert natürlich. Wir hätten die so easy gekillt. Holy shit, ich war so glücklich für unseren Gyarados mit X-Angriff und so, wie das geklappt hat. Aber natürlich kriegt das ein Crit. Natürlich, was auch sonst. Alter, scheiße, was soll ich machen? Muss Ariados nehmen. Unser stärkstes Pokémon. Vom Level her und mit Schwertanz und allem. Aber das Ding hat halt Pflücker. Und Solarstrahl, also Solarklinge macht hier halt gar nichts, das weiß ich ja. Ich glaube, wir müssen Schwertanzen.
Und dann für einen Schattenschuss oder sowas gehen. Flinkklaue, okay, please greif dich nicht selbst an, please. Das brauchen wir jetzt echt nicht, please. Danke, danke, Arelos. MVP am Start. Puh, let's go. Let's go, Mann. Okay, das macht wahrscheinlich nichts. Das ist vierfach nicht sehr effektiv. Auf Käfer und auf Gift. Das macht gar nichts, Alter. Nix macht es. Nice. Pflücker, das wird halt was machen. Das weiß ich schon. Ja, das ist halt die Attacke, die uns hier Damage macht. Natürlich noch ein Crit. Wahrscheinlich, Alter. Wenn wir uns jetzt selbst angreifen, dann sind wir halt, gefickt. Deshalb muss ich jetzt hier für einen Heal gehen. Aber viel mehr außer Solarklinge und Pflücker können die ja eigentlich nicht machen. Und wenn Pflücker gerade ein Crit war und das nicht, das war nicht stark, dann kann uns das Ariados hier wirklich auch nochmal durch carryen. Ja, eben, weil Pflücker macht nicht allzu viel Damage. Nur ist die Sache, ich habe Tiefschlag. Doch, ich habe Tiefschlag. Die Sache ist, möchte ich es jetzt nochmal riskieren, in X-Item einzusetzen und dann nochmal... Ich muss es eigentlich riskieren. Sonst würden wir wahrscheinlich im Long Run verkacken. Kreuzschere. Auch vierfach nicht sehr effektiv. Macht noch weniger Damage. Richtiger Pisser. Oh nein! Stimmt, der hat ja Kreideschrei. Shit. Der kann ja meine Verteidigung andauernd senken. Ich glaube, ich muss jetzt für den Tiefschlag gehen. Jetzt das Trombeck wird safe angreifen, Leute. Diesmal muss es angreifen. Nicht mehr verwirrt. Tiefschlag. Ja. Tot. Yes, yes, yes. Eben, es hat Kreideschrei. Das war eine gute Runde, weil es hat Kreideschrei eingesetzt. Da hätte unser Tiefschlag nicht geklappt und es wäre auch die einzige Attacke, die überhaupt Wirkung hätte. Und jetzt können wir uns mit dem. Jetzt können wir uns mit dem Viech hier anlegen. Ich bin mir halt nicht sicher, was es machen wird, deshalb muss ich. Ich muss für den Schattenschuss eigentlich gehen. Weil ich nicht weiß, ob es jetzt gleich wieder angreifen wird oder was anderes macht, wie Synthese oder so. Und Schattenschuss macht auch. Alter, das macht gar keinen Damage. Okay. Aber gut, wir wissen, es wird in der nächsten Runde angreifen. Sucht jetzt wieder einen Mitstreiter. Ist mir aber vollkommen egal. Ein Formium, okay, das kann die Sonne holen, das weiß ich. Das weiß ich und das wird es jetzt auch machen. Ist uns aber auch wieder egal. Wir gehen jetzt für einen Tiefschlag, denn diesmal wird das Mantel angreifen und das ist Stärke 80, Leute. Und wir sind zweifach geboostet. Holy shit, wieso macht das so wenig Damage? Alter, was ist da los? Aber gut, wir tanken. Und jetzt kommt hier der Sonntag. Jetzt ist nur die Sache. Jetzt ist die Sache. Mantidea kann jetzt auf Synthese gehen, ja. Das weiß ich. Und dann haben wir, glaube ich, gar keine Chance mehr, wenn sie es hochhält. Und, das Formio wird aber safe für Meteorologe gehen. Was Typ Feuer ist und speziell. In der Sonne halt. Aber ich glaube, wir haben eigentlich keine andere Wahl. Ich glaube, ich muss jetzt hier Ariados sterben lassen. Sonst kann ich nämlich nicht schaffen. Ich muss jetzt nämlich für einen Schattenstoß gehen, damit sich das Mantidea halt... Weil es sich auf jeden Fall hochheilen wird, das ist klar. Ich muss für einen Schattenstoß gehen. Das wird auch killen. Das weiß ich, aber es wird wahrscheinlich unser Ariados sterben. Ich kann auch mal kurz alle Szenarien durchgehen, aber eigentlich wird es sich das nicht lohnen, nee. Das ist weg. Level 31. Formio ist nicht so stark. Aber es ist ein Meteorologe. Würde. Ist eigentlich eine ganz gute Attacke. Geist 65. Mach ich mal gegen Agilität. Ist eine ganz gute Attacke auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage, für was gehst du, Formio? Wahrscheinlich für Meteorologe, ja. Okay. Ist das hier unser Todesurteil für Ariados? Ja. Tschüss. Ariados und Gyarados verlassen uns. Das waren unsere ersten Pokémon von denen jetzt hier. Aber ich hätte nichts machen können. Und jetzt, Formio ist jetzt... Ja, Maschok. Alter, aber eben, wäre ich nicht für einen Schattenstoß gegangen und hätte mich geheilt, dann hätte sich das Mantidea hochgeheilt und ich hätte keine Chance mehr gehabt. Ich musste es so machen. Und jetzt zerstör dieses Viech, Alter. Zerfetz es, Mann. Zerfetz es, Maschok. Please. Maschok. Let's go. Kopfnuss, tank mir weg. Schreck nicht zurück. Nice. Hau rein, Mann. Hau rein, Alter. Maschok. Hau das Ding weg. Das muss jetzt... Das wird killen, das weiß ich. Das wird safe killen. Wir sind Maschok. Durchbruch, Stärke 140 mit dieser fulminante Fauststege mit der Z-Attacke. Aber der Kampf hat uns zwei Pokémon gekostet. Wäre der Crit nicht passiert, hätten wir nichts verloren. Nichts hätten wir verloren. Aber gut, so ist Pokémon. Sowas kann passieren. Und jetzt hau das in diesen Berg rein. Ja, Mann. Immerhin nochmals schöne Destruction. Aber schade. Zwei Pokémon mussten gehen. Ich weiß, dass wir in der nächsten Folge wahrscheinlich sehr viele Encounter bekommen werden.
Aber Gyarados und Ariados waren echt zwei Pokémon, die ich gern behalten hätte. Scheiß Crit, Alter. Scheiß Crit, Mann. Das ist echt... Alter, das war so gut mit Gyarados. Hätten die uns nicht gecritet, dann wäre das nicht passiert. Aber okay, wir haben es geschafft. Wir haben unsere Trial bestanden. Ich habe übrigens auch in der letzten Folge, als wir die Trial von Kyabe bestanden haben, nicht den Z-Kristall aufgedeckt, so wie es eigentlich sein sollte. Das heißt, jetzt werden hier erstmal zwei Z-Kristalle aufgedeckt sein. Du bist unglaublich stark, Basti. Nicht nur, dass du ziemliches Talent hast, nein, du bist auch noch äußerst kompetent. Einfach unglaublich, mit welcher Leichtigkeit du das Herrscher-Pokémon besänftigt hast. Leichtigkeit? Alter, das war hart. Das war echt hart. Zwei Pokémon verloren, ey. Scheiße, Mann. Im Mela-Vulkan war es das gleiche. Dabei bin ich so stolz auf meinen Amphierer. Auch meine mit großer Hingabe trainierten Lucerdin hatten keine Chance. Dann hast du ja jetzt alle Prüfungen auf Akala erfolgreich bestanden, nicht wahr? Dafür, dass du meine schwere Prüfung absolviert hast, möchte ich dir diese sagenhafte Belohnung überreichen. Okay, okay, Leute. Gyarados aus dem Layout rauszuholen und Ariados genauso wird schwer sein. Es wird echt schwer sein, aber... Ich hatte keine andere Wahl mehr nach dem Crit. Nach dem Crit war es das einfach. Fuck, man. Aber gut, Prüfung bestanden. Immerhin nicht komplett verloren. Wir haben noch vier Pokémon und wir haben noch Vulpix. Das ist eigentlich... So, das ist, solange Vulpix noch da ist, ist, glaube ich, alles gut. Die Pose, um auspflanzen Pokémon die Zellkraft rauszuholen, geht so, okay? Ich bin wieder ready. Pflanze! Ja, ach so, weil sie wächst. Okay, ich verstehe schon. Und da du meine Prüfung bestanden hast, würde ich mich freuen, wenn du fortan die Pokémon hier aus dem Schattendschungel trainierst, Basti. Und als deine Starthilfe will ich dir gleich mal diese Nestbälle mit auf den Weg geben. 10 Nestbälle, okay. Aber das heißt ja, dass wir in der nächsten Folge einen neuen Encounter bekommen, weil wir hier jetzt Pokémon fangen können. Na sowas? Meinte der, hat ja gar nicht alles aufgegessen. Tja, aber Tracy, kommt, gönnt euch auch eine Portion. Ja, Mann, gönnt euch alle, gönnt euch. Dankeschön. Ja, gönnt euch alle. Okay, Leute. Shit, Alter. Der Geschmack des Steinknochens entfaltet sich langsam. Das Essen schmilzt mir auf der Zunge. Nein, warte. Es ist meine Zunge, die mir schmilzt. Okay, das ist creepy. Du meine Güte. Wasser! Ach so, weil es scharf ist. Ihr Gesichtsausdruck. Was, Leute? Habt ihr denn auf einmal... Hey, bleibt hier! Was? Ihr geht jetzt wegen der großen Prüfung alle zum Mailer? Stimmt. Das heißt, in der nächsten Folge gibt es einen Counter und es wird gegen Kahuna gefightet. Alles klar. Ja, krass. Da muss ich dann mal gucken wegen Team Rebuilding und vielleicht gibt es dann auch mal die erste Training Session. Oh, hier. Riecht's aber lecker, Bro. Hat Mao mal wieder Spezialmenü gekocht? Du hast doch mal aus Prüfung bestanden, oder? Dann bekommst du jetzt ein Geschenk von mir. Und zwar nichts anderes als CTM Schmalhorn. What the fuck? Die garantiert dir einen Treffer. Schmalhorn? What the fuck ist das für eine Attacke, Alter? Das klingt ja mal ultra scheiße, Alter. Schmalhorn, ey, what the fuck. Neue Erfahrungen und Entdeckungen sind das Salz in der Suppe des Lebens, Bro. Es gibt da eine Einrichtung, die du auf deiner Inselwanderschaft unbedingt anschauen solltest. Ich rede vom Dimensionsforschungsinstitut. Es ist nicht weit weg. Oder, um es mit einem Attackennamen auszudrücken, es ist nur ein Funkensprung entfernt. Ja, coole Pan, Alter, cooler Boy. Aber please, lass mich jetzt einfach weg, okay? Mein Glückwunsch zur bestandenen dritten Prüfung von Alcala, Basti. Als nächstes wartet die große Prüfung von Inselkönig Myla auf dich, Bro. Myla ist eine Expertin für Gesteins-Pokémon. Wenn du ihr Team siegen willst, würde dir eines der Pflanzen-Pokémon aus dem Schattendschungel bestimmt helfen, Bro. Schau beim Dimensionsforschungsinstitut vorbei, wenn deine Vorbereitungen für die große Prüfung abgeschlossen sind, okay, Bro? Du musst einfach nur Route 6 folgen, um es zu finden. Frag Rotom, falls du Hilfe brauchst. Yo, hau rein, Mann. Hau rein, Kukui. Tschüssi. Und damit auch Tschüssi an euch. Ich würde sagen, danke, dass ihr dabei wart, ne? Diesmal etwas längere Episode und RIP Gyarados, RIP Ariados. Ich konnte nichts mehr anderes machen, Leute, aber immerhin haben wir es bestanden und nächste Episode gibt es eben eine Menge Encounter und es wird gegen den Kahuna gefightet, also es bleibt spannend. Wie gesagt, kommentiert, ob euch das neue Opening gefällt oder ob ich das alte einfach behalten soll, wie ihr die Idee so findet und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Bis dahin, haut ihr rein. Ciao.